Willkommen bei Kelmen und Flexi. Ihr seht es schon, wir haben unser Bett vorbereitet. Das bedeutet, wir filmen uns heute wieder beim Schlafen. Und das Ganze natürlich um 3 Uhr nachts zur Teufelstunde. Ihr kennt alle unsere Filme, die ich niemals beim Schlafen Videos. Wir werden eine versteckte Kamera aufbauen, eine GoPro und uns beim Schlafen filmen, Mann. Und ihr müsst alle aufpassen, was passiert, wenn wir beide schlafen in dieser Nacht. Ey, Flexi, das wird viel zu krass. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Wir bauen jetzt zusammen mit euch GoPro. Genau, oder? Aber wir haben eine Vermutung, dass in jener Nacht vielleicht Shin Sonic kommt. Shin Sonic, Shin Knuckles, Shin Amy, wir wissen es nicht. Oder Sonic Tapes. Es wird auf jeden Fall gruselig. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran und lasst alle mal ein Like da. Komm, Flexi, let's go. Perfekt, die Überwachungskamera läuft. Das bedeutet, Tom, du darfst gehen und gibst uns die Kamera. Flexi, ich bin schon so gespannt, ob Shin Sonic heute kommt. Das können wir nur testen, indem wir jetzt ins Bett gehen und schlafen. Komm, wir setzen uns erst mit dabei. Stellt euch mal vor, Shin Sonic kommt in der allerersten Nacht. Wie krass wäre das, Flexi, Mann? Ja, aber es kommt drauf an, was Shin Sonic mit uns vorhat. Ich weiß es nicht, Mann. Am besten gehen wir jetzt echt schlafen, Flexi. Wir müssen jetzt schlafen. Und dann schauen wir uns morgen am nächsten Tag mit euch die Aufnahmen an. 3 Uhr, gute Nacht. Die erste Nacht ist rum, Freunde. Wir haben die erste Nacht überstanden. Ist geil! Ist was passiert? Ich weiß nicht mehr. Hä? Warte mal! Warum ist der Rasenmäher denn jetzt auf einmal da? Wir müssen uns sofort die Aufnahmen Die angucken. Aufnahmen! Wo ist die GoPro? Hier. Leute, wir schauen uns jetzt mit euch die Aufnahmen der ersten Nacht an, oder? Ja! Ich bin schon so gespannt, warum da in Nacht 1 ein Rasenmäher vor unserem Bett stand. Dann lass uns die Aufnahmen anschauen. Auf geht's. Okay, wir schlafen hier. Da passiert eigentlich noch gar nichts, oder? Ne, du wendest dich normal. Jeder Mensch wendet sich beim Schlafen ab und zu ein, zwei Mal. Und Leute, wenn euch etwas auffällt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und lasst Aber ich sehe schon mal eins, Flexi. Der Rasenmäher steht hinter unserem Bett. Ihr könnt es hier sehen. Der ist hinter unserem Bett. Weil es geregnet hat, haben wir den reingeholt. Oh, oh, oh. Was ist? Der Wäscheständer. Oh mein Gott. Ja, aber, hä? Warte mal, der bewegt sich von ganz alleine. Der läuft. Wie kann denn ein Wäscheständer... Pass auf! Boah, das war Alter, mega knapp. Habt ihr es gesehen? Hat es zusammengeklappt, Freunde, Mann. Und wir liegen dann schlafen, ne? Der hätte dich fast getroffen. Wollte ich gerade sagen. Krass. Heftig, Mann, ey. Und wer hat ihn bewegt? Ich der weiß ist von alleine Freunde, gelaufen. Warum bewegt sich dieser Wäscheständer? Das kann doch nicht sein. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst jetzt, Flexi.
Ja doch, der Rasenmäher stand auf keinen Fall da hinten. Als wir aufgewacht sind, war da vorne. Aber wie? Wie kam das überhaupt zustande? Leute, wir achten jetzt mal alle auf den Rasenmäher. Oh mein Gott, was ist denn? Ah! Oh mein Gott, der fährt über uns drüber! Und der ist Adam, der hat diesen Rasierkling und spinnt ihn. Oh mein Gott! Alter, flex dich mal. Schau mal, die Reifen, er fährt von ganz alleine. Haarscharf an den Hintern vorbei, weil der hätte fast den Hinterrad rasiert. Oh mein Gott, der ist einfach an uns vorbeigefahren. Alter, jetzt bleibt ihr da einfach stehen. Wie kann das sein? Wie ist das möglich? Leute, Mann, ihr müsst ein Like da lassen. Was geht hier ab, Mann? Ist es Schinsonic? Wer macht das? Warte mal, ein Rasenmäher, der durchs Bett fährt. Ja, und der noch angeht, dann durchs Bett fährt und dann noch ein Wäscheständer, der umfliegt. Was soll hier noch passieren in dieser Nacht, Mann? Ich hab keine Ahnung. Leute, wir schauen drauf, Mann. Ihr seht hier rechts eine Lampe, eine goldene. Da hinten noch eine Vase mit einer Pflanze drin. Dann sind da ganz viele Boxen. Ich dann seht ihr links noch ein Sofa. Ja, aber sonst nichts. Ich hoffe nicht, dass der Rasenmäher nochmal angeht. Ey, weil das war echt knapp. So heftig, der fährt einfach durchs Bett durch. Das kann doch nicht sein. Krass, Mann. Aber ich frage mich immer noch, wer war das, Mann? War das Shinsonic oder wer war das? Ich habe keine Ahnung. Wir haben niemanden gesehen. Wir schlafen hier seelenruhig. Ja, wir beide sind im Wow. Die Box hat's ja von ganz oben runtergehauen. Habt ihr das gesehen, als hätte die jemand mit Druckluft runtergepustet von ja, aber dahinter steht ja keiner. Und schau mal, die liegt jetzt hier unter unserem Tisch, Mann. Stimmt. Wir schauen jetzt mal auf die Box. Wow. Das zweite Mal, Leute, habt ihr das gesehen? Wenn ich spule zurück, das zweite Mal, dass sich die Box bewegt hat. Alter, Freunde, was geht ab? Der Rasenmäher. Hat sich wieder bewegt? Der hat sich schon wieder bewegt. Hab ich gesehen, Mann. Das kann doch nicht sein! Freunde, das muss irgendjemand hier in unserem Haus sein. Es spukt, hier sind Geister, hier sind Gespenster, es ist viel zu gruselig. Aber das bedeutet für uns, der Rasenmäher, die Box und dieser Wäscheständer müssen weg! Weißt du was, Fexi, die hauen wir raus, oder? Raus in den Garten wieder, wo sie hingehören! Hey Leute, das machen wir jetzt direkt mit los. Euch. Kommt mit! Hier ist der Rasenmäher, der uns fast umgefahren hätte, Mann. Und was sollen wir jetzt damit machen, Kevin? Wir schmeißen alles weg und hier ist das Bügelbrett. Leute, Mann, alles raus aus dem Haus! Das ist alles verflucht, wir müssen die Sachen rausbringen! Und hier noch die Box, Fexi, komm, raus damit! Achtung, Flexi! Oh! Mach zu! Oh mein Gott, Freunde, ihr habt es gesehen, Mann. Und es war in der ersten Nacht alles passiert. Lass mal einen fetten Like da. Wie krass war die Nacht, Cayman? Viel zu heftig, Leute, Mann. Aber wir haben jetzt alles entsorgt, was uns fast wehgetan hätte, Mann. Eben, das darf auf keinen Fall noch einmal passieren. Sicher ist sicher. Wenn das die erste Nacht war, bin ich gespannt, was in der zweiten Nacht passiert. Die muss doch noch dann viel gruseliger werden. Deshalb, Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Und ich würde sagen, wir melden uns zur zweiten Nacht. Auf jeden Fall, bis dann. Es ist jetzt die zweite Nacht und 3 Uhr nachts, Alter. Ich bin so gespannt, was in der zweiten Nacht alles passiert. Komm, du kannst mir die Kamera geben und heimgehen. Mach's gut, gute Nacht, Freunde. Und wir gehen jetzt schlafen mit euch zusammen da draußen. Wir müssen sagen, ab ins Bett. Ich bin schon so hyped, Mann. Hey, hoffentlich passiert hier was richtig Krasses. Aber irgendwie habe ich auch Angst, Mann. Aber wir sind ja nicht alleine. Weiß ich doch nicht. Wieso? Weil wir so viele Leute haben, die uns zuschauen und uns helfen werden, Vielen dass Dank. Wir keine Angst haben. Leute, wir melden uns morgen wieder.
Cayman, wach auf! Was ist? Cayman, auf deiner Stirn! Auf deiner Stirn steht was! Da steht Shin! Oh mein Gott, auf deiner Stirn steht Sonic, Mann! Freunde, was geht dir da? Da steht jetzt Shin Sonic! Shin Sonic, das bedeutet Shin Sonic war hier, oder was? Okay, wir müssen zur Kamera! Die Aufnahme angucken! Shin Sonic war da! Finden die Kamera überhaupt noch? Oh mein Gott, da steht wirklich Shin Sonic auf unserer Stirn krass drauf! Krass sieht das aus, Mann! Shin Sonic! Wie ist es da hingekommen? Ey, Tom, wir schauen uns jetzt mit euch die Aufnahmen an. Leute, lasst einen fetten Like, der guckt jetzt mal. Meine Stirn! Leute, nachts war ich bin echt gespannt, warum Shin Sonic auf unserer Stirn steht. Let's go, Flex. Wir finden's raus mit euch. Ihr seht hier die Aufnahmen von Nacht 2. Was ist passiert? Warum haben wir hier eine Schrift? Shin Sonic, bei mir stand schon. Ja, aber sei mal ganz ehrlich, warum steht da wohl Shin Sonic? Es kann doch nur ein Wesen schreiben. Ich weiß nicht, Shin Sonic. Ja eben, es kann nur Shin Sonic sein, Leute. Oder es war Lucky, aber Lucky kann doch nicht mit irgendwas schreiben. Lucky kann doch nicht mit seinen Pfoten so schön Shin Sonic schreiben. Wir schauen jetzt mal hin, Freunde. Wir schlafen. Oh! Gesehen und gehört vor allem. Oh mein Gott, wie schnell war das denn? Alter, Freunde, das ist und Shin Sonic, Mann. Es ist der originale Shin Sonic. Ihr könnt ihn sehen. Wenn ihr ihn sehen könnt, lasst ein Like da. Ihr erkennt Shin Sonic an seinen vielen Zähnen. Guck mal, der hat 3-4 Etagenzähne oben, unten, mitten. Und sein Mund ist riesengroß, Mann. Oh mit so vielen Zähnen. Gott, schau dir beobachtet. Der beobachtet uns, während wir schlafen. Alter, Mann, ist das ein Psychopath. Ich hab ein bisschen Angst jetzt, Flexi. Und wir wissen nichts davon. Er steht einfach hinter uns und beobachtet uns. Schau mal. Der beobachtet uns halt wirklich. Warum beobachtet ihr uns? Leute, ihr geht doch nicht auch irgend zu einem Menschen und schaut ihm beim Schlafen zu, oder? Was hat er vor, Leute? Was hat Shin Sonic vor? Warum beobachtet er? Ich weiß es, Flexi. Der überlegt sich gerade irgendwelche Pläne, was er mit uns anstellen kann. Zum Beispiel das hier kann mit der sein, Stirn. Oder? Wir beobachten es jetzt mit euch zusammen. Der beobachtet einfach weiter. Oh mein Gott, schau mal. Der schaut uns ganz genau an. Guck. Alter, dieser Mund ist so groß wie sein Kopf, fast größer sogar. Ich habe echt Angst vor dem Mund. Oh. Vor Shin Sonic sowieso, aber vor dem Mund mit diesen 100 Zähnen drin. Boah, warte gruselig. Mal, warte mal. Was ist da? Shin Sonic hat eine Box in der Hand. Der öffnet die. Das ist eine Box, ja. Der holt da was raus, der hat was rausgeholt. Der hat irgendwas in der Hand. Leute, der hat was rausgeholt. Schaut mal jetzt hin. Was ist das? Jetzt steht Shin Sonic wieder auf. Das ist ein Stift. Das ist ein Stift? Das ist ein Stift. Warte mal. Warte mal. Bei dir? Jetzt! Er schreibt was auf meine Stirn. Ja, Shin schreibt er. Er geht zu dir jetzt. Da muss er jetzt bei mir Sonic schreiben. Sonic. Alter. Leute, wir wissen es jetzt. Shin Sonic hat bei uns auf die Stirn Shin und Sonic geschrieben. Mit irgendeinem roten Stift oder mit irgendwas, was er da hat wieder reingepackt. Ist. Du hast gesehen. Er hat diesen Stift wieder reingepackt. In so eine Box. Was macht Shin Sonic jetzt? Weiß ich nicht. Warte. Geht der? Er geht, oder? Geht der? Nee, das war alles. Er geht doch nicht. Nein, er ist doch nicht gegangen. Der legt die Box bei uns auf den Fenstersims. Aber war da eine Box? Da war doch keine Box. Wir sind aufgewacht, da war keine Box. Ich glaub, da war keine Box. Ihr habt doch auch keine Box gesehen, oder? Und jetzt guckt der in unsere Boxen rein. Hey, was macht denn der? Der macht doch alles kaputt und bei uns. Freunde, fällt euch was auf. SpongeBob beobachtet uns auch, Mann. Ihr seht, wo der ist SpongeBob? Der Ecke. Wo ist SpongeBob? Warte mal. Oh mein Gott. Öffnet alle Schubladen. Wieso öffnet der denn jetzt alles? Warum durchsucht bitte jetzt Shin Sonic all unsere Schubladen da hinten? Ey, Freunde, das ist überhaupt nicht nett. Erst schreibt Shin Sonic bei uns auf die Stirn Shin Sonic und jetzt macht er alle Schubladen auf. Der spielt mit uns. Ich sag's dir, warte, er nimmt die Box. Er nimmt die Box. Ach, er nimmt sie weg. Warte, in die Schublade. Warte mal, Flexi. Der hat sie versteckt, oder? Er hat sie jetzt in die... Er hat sie jetzt bei uns in dem Schrank in der Schublade versteckt. In die erste obrige rechte Schublade gesteckt. Ja, oder die linke, wir sehen sie nicht. Oder in die zweite? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall... In der Schublade, in dem Schrank, in der Ecke, wo die ganz vielen ist kleine... Ist seine Box! Shin Sonic, oh, seine mal, wie Box! Dir kommt, oh mein Gott, das meinte ich mit dem Mund. Ich habe Angst, der frisst mich noch auf. Während ich schlafe. Zum Glück haben wir geschlafen, stell dir mal vor, der Mundgeruch. Stimmt, natürlich, aber beim Riechen, beim Schlafen passiert da nichts. Alter, guck dir Shin Sonic an, Mann. Das ist ein richtig kranker Mensch. Oder was ist das denn überhaupt? Ein Igel? Moment mal, der steht aber immer noch da. Der beobachtet uns wieder. Der geht nicht. Weil du hast vorhin gesagt, du denkst, er geht. Der zeigt auf uns. Er hat so gemacht. Was ist, wenn er uns verflucht hat für Nacht 3? Stellt euch mal vor, der kommt in Nacht 3 wieder noch viel schneller. Oh mein Gott, ey. Habt ihr gesehen, wie schnell der war? Oh mein Gott, so schnell wie er gekommen ist, ist er jetzt auch wieder gegangen. Ja, aber er hat hinter uns, er hat hier es hinterlassen, Mann, auf unserer Stirn. Nicht nur das hat er hinterlassen, er hat auch noch die Box dort hinterlassen. In irgendeinem Schublade da hinten hinter uns. Hab ich komplett vergessen, Mann. Wir müssen doch unbedingt wissen, was in dieser Box drin ist. Leute, Mann, wisst ihr was? Wir gehen jetzt mit euch hin und holen die Box. Auf geht's, Flex. Ja. Ihr habt's gesehen, Shin Sonic hat hier irgendwo was reingelegt, Mann. Aber ich weiß nicht, wo ist denn diese Box? Oh mein Gott. Gott, ihr habt recht. Ihr habt es gesehen, Leute, mal auf der Kameraaufnahme, Mann. Er hat wirklich die Box bei uns hinterlassen und versteckt. Da ist was drin, lass uns sie sofort öffnen. Ja. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass der echte Shin Sonic bei uns war und diese Box hier gelassen hat. Ich bin echt aufgeregt, ich will unbedingt wissen, was da drin ist und ihr bestimmt auch. Deswegen werden wir es mit euch öffnen. Tom, einmal hier runter in 3, 2, 1. Oh! Hä? Guck mal. Alter, was
das denn? Alter, da ist eine Zündschnur dran und es ist blau wie Shin Sonic. Ich wollte gerade sagen, blau wie Shin Sonic. Alter, Flex, und hier ist noch ein blaues Feuerzeug wie Shin Sonic. Alles sind blau und warte, und was ist das hier? Warte mal, dreh mal dran. Was ist das? Rot! Das ist ein Lippenstift, deswegen haben wir die Schrift hier oben drauf. Natürlich, das war sein Hilfsmittel, um bei uns auf der Stirn Shin Sonic zu schreiben. Ja, aber warum ist hier ein Feuerzeug und eine Zündschnur dran? Irgendwie sieht aus wie irgendwas Explosives. Na natürlich, was? Shin Sonic will, dass wir das anzünden. Meinst du halt, oder was? Natürlich nicht, wenn, dann macht man das draußen. Wisst ihr was, das machen wir, Leute. Schaltet auf gar keinen Fall ab, lasst ein Like, das schaut das Video bis zum Ende. Wir werden jetzt diesen Böller anzünden. Und wir wissen nicht, was passiert und was Shin Sonic mit uns vorhat. Seid ihr bereit? Sollen wir das wirklich anzünden, diese Lunte, Mann? Natürlich, Mann, wir müssen es einfach ausprobieren, K-Man. Ich verschwende keine Zeit, ihr seht es, Mann. Oh, oh. Die Lunte brennt, was passiert jetzt? Wow. Wow. Oh mein Gott, krass. Blau, wie Shin Sonic, wie Shin Sonic. Wow, wow, wow. Was geht denn jetzt ab, Freunde? Man, wie kann denn das sein? Komm mal raus hier aus dem Rauch, Alter. Oh mein Gott. Freunde, schau aus der blauen Farbe, Cayman. Aus der blauen Farbe. Kam einfach Shin Sonic, Freunde. Man, der echte Shin Sonic. Ist das wirklich der echte? Schau mal, ob der sich auch bewegen kann. Sieh mal. Alter, das geht ab. Geh mal darüber. Was ist das denn? Das ist Shin Sonic. Alter, Mr. Stretch Shin Sonic. Guck dich das an. Oh mein Gott, jetzt ist nur noch sein Kopf da. Das ist Shin Sonic. Oh mein Gott, der geht nicht kaputt. Oh. Jawohl, einer ist weg. Schaut mal, Leute. Alter, wir haben einfach den Arm abgemacht von Shin Sonic. Aber guck dich das mal an. Er wird einfach wieder normal, nachdem wir so krank dran gezogen haben. Das ist doch nicht der normale Shin Sonic. Schau dir mal, wie der aussieht. Ey, Freunde, ich finde es richtig krass. Wir zünden dieses Lunte an und dann kriegen wir einen echten Shin Sonic. Aus dem Feuerdunst kommt einfach Shin Sonic. Wie verrückt ist das denn, Cayman? Krass, Mann, Flex. Gehen wir rein. Vielleicht lag da noch irgendwas. Aber den hier auf jeden Fall draußen. Der kommt nicht zu uns rein. Meinst du? Ja, weg damit, weg damit. Weg, 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 weg. Wir werden jetzt unser Gesicht waschen und dann melden wir uns zu nach drei wieder, oder? Let's go! Wir haben uns jetzt für die dritte Nacht entschieden, nicht schlafen zu gehen. Wir werden uns jetzt verstecken und das Bett beobachten. Wir bauen die Kameras auf, damit ihr zuschauen könnt und dann hoffen wir, dass Sonic kommt, dann schlagen wir zu, Mann. Wir werden versuchen, Shin Sonic mit euch jetzt zu fangen in der dritten Nacht. Komm, Flex, wir bauen jetzt mal hier eine kleine Barrikade auf, oder? Ja, genau, vor dem Bett am besten. So, komm, noch mehr. Hier, noch eins. Komm. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jawohl, jawohl, jawohl. So. Okay. Und wenn Sonic jetzt kommt, Freunde, dann werden wir ihn fangen, oder? Okay, die Kamera steht und wir verstecken uns jetzt da hinter den Kisten. Tom, du kannst nach Hause gehen, Mann. Nacht 3 wird richtig krass lecker. Und wir warten jetzt einfach nur noch auf Shin Sonic. Okay, Freunde, Mann. Bis dann. Hier sind wir hinter diesen Kartons. Könnt ihr uns sehen, Freunde? Dann lasst auf jeden Fall ein Like da und jetzt muss nur noch Shin Sonic kommen. Oh mein Gott, wenn der kommt, wir können ihn direkt vor das auf dieses Bett springen, Mann. Das ist viel zu krass. Cayman, siehst du ihn schon? Ich sehe ihn noch nicht, Mann. Siehst du was, Flexi? Nein, wieso kommt denn der jetzt nicht? Es ist doch 3 Uhr nachts und wir schlafen. Flexi, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hier, hinter dem Boxen. Komm mal vor, komm mal vor. Wo, wo, wo? Ja, was ist, wenn er gar nicht kommt, Flexi, Mann? Er war in der zweiten Nacht auch da. Er kommt auf jeden Fall, Mann. Drückt uns die Daumen. Okay, Leute, oh mein Gott, ich höre was. Da ist er. Mann. Nee. Oh, hast du mich gerade erschrocken? Da war gerade niemand. Ich dachte, das heißt Shin Sonic. Aber du weißt ja, Shin Sonic ist verdammt schnell. Unsere Augen müssen geschärft sein. Auf das Bett, Leute. Und ihr guckt auch auf das Bett, Mann. Wenn da was ist, Mann, ihr werdet es ja sofort sehen. Dann springen wir hinter die Kisten vor, Mann. Wir müssen ihn fangen in der dritten Nacht, bitte. Okay, Mann, ich sehe aber noch nichts. Ich auch noch nicht. Oder doch? Hey, Mann. Warte. Guck doch mal. Da ist doch nichts. Auf dem Bett. Mann, auf dem Kopfkissen! Ich sehe nichts! Da auf dem Kopfkissen! Hey, seht ihr was? Doch, da ist Shin Sonic, Mann! Da ist er! Flexi, Mann! Bist du verrückt, Flexi, Mann? Jetzt komm zurück! Leute, da, ich hab ihn gefangen! Da ist niemand, Mann! Ich, da ist doch niemand, Flexi! Sieht schon Geister, Mann! Hä? Versteck dich doch jetzt, Flexi. Hast du ihn nicht gesehen? Nein, Mann! Er war dort, ganz sicher! Aber ich bin mir sicher, er kommt gleich! Wo? Weiß ich nicht. Warte mal, ich hab eine Idee. Ich kümmere, ich werfe eine Box! Ist was passiert? Ist er da? Nein, das war nur dieser Schrank. Ich werf noch eine Box. Der kommt nicht. Jetzt hast du dein Versteck kaputt gemacht. Was soll ich machen, Flexi? Sieht ihr mich noch? Nein. Dann werf ich noch eine Box. Jetzt aber. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Keine Ahnung. Wo ist er? Hilf mir.